Ja, ihr süßen Mäuse zu Hause, da könnt ihr ein bisschen was mittanzen. Ganz wichtig ist, dass ihr ein bisschen Platz um euch herum habt und nicht den ganzen Müll umreißt. Ja, und dass ihr euch auch was Schönes, Gemütliches anzieht, dass ihr euch bewegen könnt und keine Schuhe tragt. Und dann fangen wir einfach mal zusammen an, Lucy und ich hier. Viel Spaß! Jetzt kommen die Hände dazu. Und wieder drüber.
wieder runter. Und dann bauen wir eine Sonne um uns auf. Wieder zurück. Okay. Das wollen wir jetzt noch machen. Also rechts den Fuß raus. Rechts raus und drehen. Dann Hüfte. Dann Arme hoch mit der Hüfte. Wieder runter. Und eine Sonne. Und eine Sonne zurück. So, und jetzt die Musik. 5, 6, 7 und 1, 2, 4, 5, 2, 3, 4. Perfekt. Ja. Ja. Die 1. Genau, wie so eine kleine Schere. Dann haben wir eine 2. Die 2, was machen wir da? Die Füße gehen ein Stück auseinander. Ach nein. Die 2, genau. Ein bisschen auseinander. Da muss wirklich jetzt wieder ein kleines Wildschwein durchpassen. Ne? Sonst ist es zu eng mit den Füßen. Okay, dann machen wir das einfach mal zusammen. 6. 2. Okay. Wenn ich jetzt in die 2 möchte, von der 1, stellen wir uns mal hin, macht man jetzt nicht einfach so Schritt darüber, das sieht nämlich doof aus, sondern wir schieben den Fuß nur, der Körper bleibt hier, wir halten ihn mal richtig fest hier, haltet mal die Hüften fest, wir schieben nur das Bein raus und dann setzen wir den Fuß ab und schon stehen wir in der 2. Ja, das machen wir nochmal, ja, Füße wieder in die 1, also Körper richtig festhalten, wir stehen hier wie so ein Baum. Jetzt wächst hier ein Ast zur Seite raus, ne? So, schieben und 2. So, und dann stehen wir richtig. Ganz wichtig, dass ihr schön aufpasst, dass ihr nicht so steht, den Popo nach hinten rausschiebt oder so steht oder irgendwas anderes Komisches macht, sondern immer dran denken, Reißverschluss hochziehen. Und schon ist der Körper gerade, der Popo kommt ein bisschen nach unten. Ja. Und den Hals, den lassen wir natürlich auch nicht da so zu, sondern den lassen wir ganz locker. Ganz frei, die Schultern sind also ganz locker. So, also in der 6 fangen wir an, die Knie sind schön fest zusammengedrückt und wir machen ein kleines Glied. Denkt an den schönen Rund, der ist nicht so hoch, der ist ungefähr da, wo der Bauch ist. Dann an die Straße, das ist unsere zweite Armposition. Und an unserem Spiegel die 5. Armposition und wieder beenden. Und dann, wenn wir fertig sind mit den 3 Armen, gehen wir immer einmal zum RLW nach oben. Da müsst ihr auch, dass er ganz fest steht und möglichst nicht wandert. Ganz fest in den Baum. Und dann wieder absetzen. Und das machen wir in der 1, 6, in der 1 und in der 2. So, und
Und jetzt geht's los mit Musik. Es aufstellen, stelle ich in die 6. Schöne lange Arme lassen.
getrunken. Hört man ganz wunderbar in der Musik den Anfang, da gibt es so einen Knall und da kommt der Geist aus der Flasche. Da gibt es also eine kleine Geschichte dazu, da reibt der Aladin an so einer Lampe und weil er die endlich putzen möchte und dann kommt auf einmal da ein Geist rausgeflogen. Ja, und wir sind jetzt die Geister oder die Geisterinnen und wir fangen da unten an. Wir sitzen noch in der Flasche, haben den Kopf unten und man sieht uns nicht. So, jetzt würde jemand an der Flasche reiben. Und jetzt geht's los. Jetzt wollen wir raus. Wir gehen einmal hoch, bleiben aber in der Hocke und fallen wieder runter. Dann beim zweiten Mal gehen wir etwas größer nach oben, aber wir bleiben noch in der Hocke und gehen wieder runter. Beim dritten Mal gehen wir oben raus. Jetzt sind wir schon einmal, haben wir rausgeguckt aus der Flasche. Und gehen wieder runter. Dann springen wir endgültig raus. Die Hände nach vorne, wieder rein. Und jetzt freuen wir uns natürlich, dass wir aus der Flasche rausgekommen sind und tanzen einmal um uns selber rum. Stellen wir einen Fuß auf und machen mit der Hand. Okay, nun machen wir nochmal. So, jetzt tanzen wir alle mit. Jetzt haben wir das schon einmal gesehen, schon einmal gemacht. Jetzt machen wir das mal alle zusammen. Runter. Ich sehe, dass ihr noch steht. Okay. So. Gut. Also, wir singen jetzt mal mit Musik. Kannst du singen? Nein. Ja, ich auch nicht, aber ich tue es trotzdem. Okay. Und. Da-da-da, dum-dum. Da-da-da, dum-dum. Da-da-da, dum-dum. Di-di-dum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 -d
4 hoch 5, 6, 7, 8. Gut, jetzt üben wir jetzt mit Musik. Gleich geht's los. Machen wir noch schnell das Lied raussuchen. Stellt sich da schon von Anfang an eine Stuhl hin, wo lieber rum. Von der Stuhl kann man leider nicht mitlaufen. Also von daher, dann lieber wirklich einfach nur um euch selber gehen. Wenn ihr eine Freundin habt oder ein Geschwisterkind, dann könnt ihr das mit dazu nehmen. So, jetzt machen wir das nochmal von hier. Also erst aufstehen. 1 und 2 und 3 und 4 kreuzen. Und peng. Laufen. Laufen, 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 stehen. Ja, wie viel sind wir jetzt gelaufen? Das waren 8. 8 Schritte sind das. Dann eine Hand rein. Das hier ist wie so ein kleiner Wurm. Hallo. Guck mich nicht so an. Doch. Nein. Okay. Gut. Guck mich schon wieder an, Lucy. Deine auch. Ich muss so gucken. Okay, bist ein Feiner. So, jetzt der andere dazu. Oh Gott, jetzt gucken mich 2 an. Jetzt weg, jetzt weg. Okay, und jetzt nach unten, bis an die Knöchel. Bis an die Knöchel. Und jetzt müsst ihr euch so vorstellen, dass ihr euch ganz toll findet. Ihr habt einen Körper. Und der ist so cool. Und der ist jetzt nicht mehr in der Flasche drin. Wow! Und ihr könnt jetzt Party
wir machen. Eins, schön gut an. Zwei, drei, vier. Tief und pen. Und acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Hoch, gucken, weggucken, weggucken. Dü, 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 dü. Ja, nach oben. Puh, ganz schön viel. Das müssen wir jetzt erstmal alles zueinander kriegen. Ne? Ich würde sagen, einmal machen wir noch. Einmal ganz von vorne. Einmal ganz von vorne. Okay. So, und hier. Geht's nochmal durch den Kopf. Und. Oder zwei.